deinem Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. And we also sing a Holy Spirit song, Atma im Heiliger Geist or weiter. Ja, jetzt singen wir noch Atma in uns. Ach so. 3, 3, 1. Jawohl. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, beliebe uns, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Yes. Ja, wir heißen euch alle wieder herzlich willkommen heute zur 39. Einheit zu unserem Thema Die Freude an der katholischen Lehre. Und heute möchten wir noch einmal die Maritza begrüßen. Maritza ist bei uns in der Anbetungsgruppe und betet vornehmlich in der Nacht. Sie hat gestern schon etwas über ihre Erfahrung speziell bei der Nachtanbetung erzählt und sie ist so voll, dass sie heute einfach noch ein bisschen mehr Zeugnis geben möchte. Maritza, bitteschön. Yes. Thanks. Ja, das ist ja so viel eigentlich, so vorgeballt, dass man manchmal weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich so glaub, many things I could tell that I didn't know where to begin. Aber ich glaube doch, dass das gerade dann, wenn ich sowas habe, dann kommt der Heilige Geist und leitet mich. But also I make the experience, Holy Spirit guides me and he tells me what I should share with you. Amen. Und es hat sich wirklich das Leben von mir verändert. My life completely changed. Viele Dinge gehen mir jetzt auf, seit ich die Anbetung mache, seit 15 Jahren eigentlich. Since 15 years I make adoration and through adoration I become a new view of many religious things, especially Holy Mass, adoration. Die ersten Jahre, wo ich wusste, dass es hier sowas gibt, bin ich einmal in der Woche zum Anbetung gewesen. Und ja, jetzt seit geraumer Zeit hier. Und da verändert man sich aber spürbar, wo ich selber gesehen habe, ja, früher hast du viele Dinge auch nicht gewusst oder hast das nicht mit den Gott in Verbindung gebracht in dieser. Oder wie das Böse überhaupt agiert. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich muss das, wenn jemand böse ist, oder den muss ich mit meinen Waffen bekämpfen. Ja, der war schlauer als ich. Okay. Now it starts in my life 15 years ago with the adoration. First I went in my home parish once a week. And then when I came here, when I knew about the possibility of adoration here, I came more often for adoration. And I really can recognize that things changed in my life. For example, time before I know about adoration and before I went to adoration, when there was anger and someone fight against me, I also want to fight against him. And so I often was a loser in this fight. Wir haben ja, früher haben wir als Kinder haben sie uns beigebracht, ja, das Böse, also der Teufel, der kommt mit einem Mistgabel und mit einem Hörner und schwarzen Schwanz, aber dass er sich wirklich auch in Licht zeigen kann, dass er gerade da und dadurch, dass er uns einwickelt, das habe ich dann jetzt habe ich das natürlich seit geraumer Zeit erfahren und jetzt kann ich auch anders damit umgehen. But now I can act in another way. From childhood on, he was told that the devil, he is
dark person, and he did bad things. But now I know that he also can come like a light, very very silent. And through time of praying and through time of be with Jesus, I can handle this in another way. Ich hatte ja früher, ich weiß, dass gerade für meine Familie oder mit Menschen, dass manche Menschen sich wirklich schwer tun mit meiner Art. Ich bin mir dessen bewusst, bin, weil ich ja halt auch ein spontaner Mensch, aber früher habe ich mir gedacht, na gut, verstehe das nicht, warum verstehen die mich eigentlich nicht? Ich will ja niemandem was Böses tun. Und dann hat es natürlich, dann habe ich ja auch, wenn ich mich wehren musste, dann war ich auch wirklich, haben die Waffen angewendet, nicht Waffen als Waffen, sondern geistige Waffen, die eben, wo ich eigentlich, ja, wo das nicht gut war, auch für mich nicht gut und für die anderen auch nicht, dann mit denen verzeihen, da wenn mir jemand was wirklich Böses getan hat, ich habe ihm zwar verziehen, aber ich habe versucht, ihm doch irgendwo heimzuzahlen. I have a personality that I act mostly very spontaneously, and so it was not easy for people who live with me. When someone did something against me, I did the same in the same way. But through adoration, I learned not to act in the same way. I also learned what is the meaning of forgiveness. First, I said, yes, I want to forgive this person, but in my heart, I also want something or wish something bad for this person. Ja, und dann habe ich, ich habe mir auch dann, ich bin ein Mensch, der alles in der letzten Sekunde macht. Egal was das ist, ich kann einen Termin vor ein Jahr wissen, aha, nächstes Jahr um die Zeit muss was geschehen. Und dann geht es bei mir grundsätzlich die letzte Sekunde, aber irgendwo geht das ja immer dann gut. Gerade bei solchen Dingen. Und was ich vorbereite, dass es ja zu dem Zeitpunkt alles schön klappt, ja, dann läuft alles schief. Dann weiß ich 100%. In my life it is like this. I do everything in the last minute. When I have time and I prepare something very well, then the things are going wrong. But when I do it in the last minute, it's happening very well. That is my personality. Ja, und was ich dann, also nicht aufgeben. Jetzt habe ich habe von meiner Tante der Sohn, also vor 4 Jahren hat er goldene Priesterjubiläum gehabt. Und ich habe ja irgendwo, habe ich Bilder von damals, ich habe das sogar Kelch gehalten bei seiner Novizmesse und habe gesagt, ja, eigentlich solltest du da hinfahren, aber ohne was zu sagen. Ja, jetzt wusste ich aber nicht genau wann. Dann habe ich wusste, das war in den Ferien im Sommer, aber die Ferien dauern ja unten 3 Monate. Dann habe ich gesagt, wie fragst du jetzt, erfährst du das, dass er nicht weiß, dass ich kommen kann, weil das sind ja immer 1600, 1700 Kilometer bis dahin. Dann habe ich, dann also ruft er seine Schwester an, da habe ich seine Schwester angerufen. Ich habe gesagt, immer, weißt du, wann hat denn eigentlich dein Bruder die goldene Priesterjubiläum? Nein, er feiert ja nicht. Ich habe gesagt, ich habe nicht gefragt, ob er feiert, ich habe nur gefragt, ob wann er das hatte. Und ja, sagt es am 4. August, dann war das für mich klar, du bereitest alles schön vor, 4. August, nimmst du Urlaub und fährst. Habe einen Tag länger, früher Urlaub genommen und bei uns waren ja in der Firma, ich habe einen Kollegen, und dann, wenn man Urlaubsbeginn hat, man den letzten Tag vorm Urlaub nie gearbeitet. Dann habe ich auch so alles schön vorbereitet, ja, dann hast du einen Tag Zeit, kannst alles vorbereiten und dann fährst du. I want to tell the story, an event happening. My nephew, he is a priest and he has a jubilee, 50 years priesthood. And I had in my mind I want to make a present for him and to visit him for this day. But I did not really know what date it was.
And I think I must know it exactly because I have to drive over 1,000 kilometers. And so I asked my niece, your brother, when is this jubilee? And she told me, no, he will not. He don't want to celebrate this jubilee of priesthood. He will make it very calm. And I told her, I did not ask if he will celebrate. I just want to know the date. And she told me it is August the 4th. And so I took a holiday in my firma. And so I prepared everything very well because I want to surprise him. Und nur die Familie, wo ich gewohnt habe, die wusste das. Und die haben geschwiegen. Die haben niemandem was erzählt. Ja, eine Woche bevor ich fahren sollte, kriegte ich einen Dienstplan, arbeiten. Ja. But one week before I want to go, my chef told me, no, it is not possible, you have to work. Ja, jetzt waren natürlich meine Pläne hinüber. All my planning, my preparing has gone. Ja, das alles zu schaffen, die ganze Nacht arbeiten, müsste ich an den Morgen eigentlich los, wollte ich schon früh losfahren. It was not possible for me to work and then to drive, that was too much because it was a long way. Nachdem ich vorher wusste, ich habe Zeit genug, kann Sachen packen, in aller Ruhe mich ausschlafen, losfahren, ja, jetzt war alles durcheinander. Jetzt ging das nicht. Dann habe ich überlegt, egal, jetzt musste eben durch. Dann bin ich von der Arbeit, habe alles fertig gemacht, 2 Stunden hingelegt und dann losgefahren. But I had the decision, I really wanted to do it. And even in the last minute I decided, yes, I will go. After work I packed my luggage and put it in my car and I start. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht wenn er um 10 Uhr mittags, das war ja unter der Woche, wenn er um 10 Uhr mittags Gottesdienst hat, dann komme ich eben Nachmittag, kann gratulieren, dann war ich da. Maybe also aufgeben war für mich, kam für mich nicht in Frage. 10 o'clock, then I will arrive in the afternoon. Okay, doesn't matter, even I can see him and congratulate him and that will be good. Ja, dann bin ich losgefahren irgendwann und dann um 11 oder um 2 Uhr nachts war ich in Österreich, gerade an der österreichischen Grenze, da ging in mein Auto Licht, ich sollte in die Werkstatt. Aber ich habe noch 1000 Kilometer bis dorthin. Then I reached Austria, but I have to go to Croatien. And then there was a light in my car. I could not go on. I have to, something was a defect in my car. I had to stop. But I have to drive further 1000 kilometers. Jetzt alle Werkstätte zu, nachts, logisch. It was in the night at 2 o'clock. I could not find anywhere who could help me. Naja, das Auto fuhr dann bin ich langsam gefahren bis zum nächsten Tankstelle. So und dann fiel mir ein, du kannst einen ADAC anrufen. I drove very slowly to the next stop and then I called a mechanic. Ja, dann bin ich an der Tankstelle stehen geblieben, dann habe ich den an der Tankstelle gefragt wegen ADAC-Nummer. Ja, sagt, dann hat er mir gegeben, dann habe ich es nicht gekriegt. Ich noch mal rein und der war alleine und war die riesige Schlange. Und jetzt hatte ich aber auch Not. Er hat gesagt, tut mir leid, können Sie vielleicht ADAC für mich anrufen? Ich komme ja, ihr reicht sie nicht. Dann hat er freundlicherweise die angerufen. Und dann, ja, sagt er, in einer Stunde sind wir da. Kam er. Ja, und da kam er aber auch nicht. Innerhalb von 1/4 Stunde war der da und da war nur ein Schlauch. Von 2 Euro hat er mir ausgetauscht. And then I told the mechanic it was not so easy, because my phone was not really good. But then a mechanic arrived and he makes the repairing and it was just a little thing. It cost two Euro and then it was fixed and I could drive on. Ich wusste ja vorher nicht, was war. Aber wenn du jetzt in die Werkstatt musst und den ADAC ist nicht fertig, dann musst du bis nun nächsten Morgen erstmal in Österreich Werkstatt suchen. Weiter. Und dann bin ich losgefahren, irgendwann an der Grenze konnte ich nicht mehr, habe mich 1 Stunde hingelegt im Auto und dann morgens losgefahren. Ja, und dann wusste ich auch nicht, was mich alles erwartet. Und ich habe dann noch nie so schnell geschafft von der Grenze, österreichischen Grenze bis nach Sarajevo. Da war ich plötzlich nachmittags da. And then I was very tired. I make a rest 1 hour. And then I drive on. And then it goes so immediately. And the afternoon I was there. Also menschlich, das war nicht machbar.
Gott nicht mit meinen Autos, die fahren ja nicht schneller als 120 und dann mit Vollgas. Normally it is not possible to reach in such a short time because I have an old car and it's driving very slowly. Jetzt fahre ich bei der Familie, ja, weil wir fahren, weil jetzt wegen Gott, ja, war Gottesdienst, was da läuft. Danach habe ich da mit denen, wo ich gewohnt habe, da ruft man da an und fragt mal, wegen, ob Gottesdienst war und was wie da. Ja, sagt er, es war der Gottesdienst und wird noch was, sagt er, mein Papa wollte ja da mal vorbeikommen zum Gottesdienst. Ja, wir machen nichts, sagt er, nein, das spielt keine Rolle, wir will nur zum Gottesdienst. Ja, sagt er, um 18 Uhr ist Gottesdienst. Ah, da konnte man das schön schaffen. And then I try to ask when is the Holy Mass, it happened in the morning or when it will be, and They told me to be very, very calm and silent. There will not be a great celebration, but the Holy Mass with my nephew was at 6 p.m. And so it was possible. Da haben wir uns hingesetzt, sind wir in, sie wohnt, das war, er ist ein Kloster, weil er schon eine Rente ist. Und dann sind wir rechtzeitig zum 18 Uhr. Ja, und das hat ein junger Priester eine heilige Messe zelebriert. Und ja, sagt er, und er kam raus, als es anfing, hat sie auf die Bank gesetzt, aber überhaupt sein Neffen und nicht der Bruder war da, aber er hat nicht darauf geachtet, er saß so. Und dann, ja, sagt der junge Priester, ja, sagt er, wir haben ja jetzt eine Taufe, aber wir haben noch ein Jubiläum, wir sollten das zwar nicht sagen, ich darf das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, dass wir ein Jubiläum haben. Mhm. Und er saß während der ganzen Heiligen Messe auf seiner Bank und dort überhaupt nicht, nichts registriert. Und auf einmal bei der Heiligen Wandlung kam er zum Altar, guckte in die Kirche rein und dann hat er mich entdeckt. Und dann habe ich das Gefühl gedacht, als ob er gedacht hat, verrückt, so viele Kilometer, wo ich nicht feiern wollte. Und das war eine ganz tolle Überraschung und richtig schöne Überraschung. Und auch die ganze Zeit, ich habe so viel Gnaden die Woche, was ich unten war. Mhm. Ich hatte vorher überlegt, Ivan Pavic, da wollte ich mal irgendwann zu ihm hin, aber wann er kommt und wo er kommt. Und dann wusste ich irgendwo, wo er in seiner Gemeinde, aber ich habe gesagt, nee, das schaffst du jetzt zeitlich nicht. Irgendwann fährst du extra zu ihm hin, in seiner Gemeinde, in seiner Kirche. Und dann einen Tag später, ja, und dann haben wir die Schwestern und alle, die haben alles schön vorbereitet wie ihm. Also richtig, der hat richtig toll gefeiert. Dann sitze ich beim Bekannten, wir unterhalten uns über den Ivan Pavic. In dem Moment geht Stelle ab, sagt, jetzt schaffe ich es zeitlich nicht, aber beim nächsten Mal, wenn ich komme, nehme ich mir Zeit, dann fahre ich auch dorthin in seiner Gemeinde. Während wir uns über den Ivan unterhalten, geht das Telefon. Da sagt sie, weißt du was? Da ist ja das sind Klarissen, eine Gemeinde mit Klarissen. Sagt er, der kommt am Samstag. Der Freitag, Samstag, Sonntag kommt ja zu den Klarissen hier in der Nähe. Okay. Ja, und das hat sich dann auch erledigt. Dann habe ich sogar ich war ja nur eine Woche oder 5 Tage da, ich habe es Medjugorje geschafft. Und dann am Rückweg sagte, Mensch, wir fahren, da ist eine irgendwo in Steinberg ist so eine Kirche, eine Wallfahrtskirche. Ich glaube, das ist die älteste Wallfahrtskirche überhaupt auf jeden Fall in Bosnien, wenn es nicht in Europa ist. Und das ist immer am 8. August. Sagt er, wir fahren da hin, willst du nicht mitkommen? Ich habe gesagt, ich wollte, ja, das passt ja ganz gut, weil das war ja auf meinem Rückweg. Sagt, dann fahre ich los und dann bleiben wir da stehen und ihr fahrt dann zurück und ihr fahrt dann nach Deutschland weiter. So, dass ich das auch alles, also ich habe mehr Gnaden bekommen, als ich überhaupt mir vorstellen konnte, wo ich am Anfang gedacht habe, du schaffst nicht. Jetzt ist alles deine Pläne, du hast jetzt verkehrt geplant, da habe ich mit mir auch selbst. Das muss ich mal übersetzen, ja? Das kann ich nicht mehr so viel behalten. And then there was the Holy Mass and my nephew, he was very inside and he was very calm, but I recognized during the consecration his face changed and then he looked up and he recognized me and then I saw that he was very touched that we surprised him to come to this Holy Mass.
And then we had a very, very nice celebration afterwards. And because I'm not so often there, I had in my mind, I like to go to Medjugorje, I like to see Ivo Pavic, there was only few time, and normally it was not possible. But all these things changed in this way that I could do everything, and at least they invited me to come to the pilgrim place, and this was right on my way home, so I also could make this, and I made the experience that I was guided through all these days, and I received many, many grace because I was not planning in my ideas. I was going the way who was showed me. By the Lord. By the Lord, yes. Praise the Lord. Praise den Herrn. Also Thank der Herr hat das besser. Also, aber ich habe es nicht aufgegeben. Also mit dem Bewusstsein, dass ich wirklich das nicht schaffe rechtzeitig, hab's egal, da fährst du einfach so hin, wenn sie jetzt... Okay, the most important thing from this testimony, I want to tell you not to give up when something came strange, not say, oh no, just have the power to go on. The Lord is our strength. Der Gott ist unsere Stärke. Er hat, also wenn ich nach meinem Plan, werde ich vielleicht die Hälfte nicht, genau, die wurde nicht geschafft. Mhm. Ja. Also es ist schon, dass Gott, und das, aber das muss man annehmen. Ich habe ja jetzt nicht aufgegeben, gut, du musst jetzt arbeiten, du schaffst das jetzt nicht. Yes, you have to believe that God is our strength. Yes. So, thank you very much. Now we will sing one song. Jetzt singen wir noch ein Lied. Jawohl. And let us praise and thank God for this way of guidance by God. Danken wir Gott, dass er uns so wunderbar führt. 439. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Loblieder bringen meinem Gott, solange ich bin. Meines Herzens Rede möge ihm wohlgefallen. Ich will mich freuen in dem Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. 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 Praise the Lord. Herrn. Thank you. So, in summary, when we are in more time in Eucharistic adoration and prayer, we receive the power of God in our life. Also zusammenfassend möchte ich sagen, wenn wir viel Zeit in Gebet und in eucharistischen Anbetung verbringen, dann empfangen wir viel Kraft und Stärke von Gott. And we feel extraordinary power. Und wir spüren Kraft, die von uns ausströmt. That is why Jesus said, I am the good shepherd, you shall not want anything. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der gute Hirt, euch wird nichts zustoßen. I go in front of you. Ich werde euch vorangehen. I will give you power. Ich werde euch die Kraft geben. You are not alone. Ihr seid nicht allein. I am with you. Ich bin mit euch. Always. Immer. That is the last words of Matthew's Gospel, chapter 28:20. Das ist das letzte Wort, was im Matthäus Evangelium gesagt wird. In Deutschland sagt man auch Matthäus am letzten. And that is always connected to the Eucharistic presence. Und das steht in Beziehung zu der eucharistischen Gegenwart Jesu. All power in heaven, verse 18 onwards, all power in heaven and earth has been given to me. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Now we go to the last word. And behold, I am with you always until the
end of the age. Und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. I am with you. Ich bin mit euch. Who is it I am? Wer ist dieser Ich Bin? I am the living bread. Ich bin das lebendige Brot. I am the light of the world. Ich bin das Licht der Welt. I am the resurrection and life. Ich bin die Auferstehung und das Leben. I am the truth. Ich bin die Wahrheit. I am the way. Ich bin der Weg. I am the life. Ich bin das Leben. I am the vine, you are my branches. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebzweige. I am the door. Ich bin die Tür. This I am. Dieses Ich Bin. Finally he says, all power of heaven and earth is given to me, this I am. Und dieser Ich Bin, er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. And that I am with you always. Und dieser Ich Bin, der ist mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. And then with his power we can work. Und mit seiner Kraft oder in seiner Kraft können wir einfach vorangehen. That is what she was explaining. Extraordinary grace and power she experienced because of the Eucharistic adoration. Das hat die Maritza uns erklärt, dass durch die eucharistische Anbetung hat sie so viel Gnade und Kraft und Gewissheit und Zuversicht empfangen, immer wieder. Ja, it is experience of all of us. Das ist eine Erfahrung, die wir in die eucharistische Anbetung gehen, alle auch kennen. Same sister Sakai. Dasselbe für Zachia. Ja. And same brother Thomas Paul also. Und es gilt genauso für Thomas Paul. Ja. Yes, 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 come, Eva. We are waiting for you. Okay? Come. Oh, we don't have to prepare. Just spontaneous, we can sing. All right. Come okay, to us. Anyway. Meanwhile, now we will learn more about what we continued about yesterday's teaching on the Eucharist. Jetzt möchten wir fortfahren in der Lehre, was wir gestern über die Eucharistie begonnen haben. That we were reflecting yesterday, what is the sacrament called? Gestern haben wir darüber gesprochen, wie bezeichnet man das Sakrament der Eucharistie? First is, it is called Eucharist because it is thanksgiving. Zunächst haben wir gesagt, es heißt Eucharistie, weil es Danksagung ist. 1328. That is the main name, Thanksgiving. Also der hauptsächliche Name für die Eucharistie ist Danksagung. It is a sacrament. Es ist ein Sakrament. But this sacrament is known in many names. Aber für dieses Sakrament gebrauchen wir verschiedene Namen. One name is Eucharist. Der eine Name ist Eucharistie. That means thanksgiving. Das bedeutet Danksagung. Because God has already done everything for our salvation. Weil Gott hat alles schon getan für unsere Erlösung. Take it. We wait for you. And now 1329. Und jetzt hören wir 1329. Lord's Supper. Da heißt es, eine Bezeichnung für die Eucharistie ist Mahl des Herrn. Ja, the Lord's Supper. Das Mahl des Herrn. Because of its connection with the supper which the Lord took with his disciples on the eve of his passion, and because it anticipates the wedding feast of the Lamb in the heavenly Jerusalem. Das Mahl des Herrn, denn es handelt sich um das Abendmahl, das der Herr am Abend vor seinem Leiden mit seinen Jüngern hielt. 1 Corinthians chapter 11, 20. It is explained by St. Paul in 1 Corinthians chapter 11, 20. Also es wird erklärt beim heiligen Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 20. Chapter 11, 20. When you meet in one place, then it is not to eat the Lord's Supper. 11:20. Yes. Yes. So that is about the name, the Lord's Supper. Es geht um den Namen, das Herrenmahl, das Mahl. For
So, then Revelation 19:9. In the Revelation 19:9 is about the Revelation 19:9. That is about the heavenly. Also First Corinthians. First Corinthians. Offenbarung, yes. Yeah. Offenbarung. Dann aus der Offenbarung 19:9. Yeah. Revelation 19:9 says, then the angel said to me, write this, blessed are those who have been called to the wedding feast of the Lamb. Jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Yeah. So, wedding feast of the Lamb. You might remember sometime, yes. Hochzeitsmahl des Lammes. Sometimes the priest before the Holy Communion lift up the body and blood and say, this is the Lamb of God who took away the sin of the world. Have mercy on us. Vor der Kommunion betet der Priester, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, erbarme dich. And then he says, welcome to the wedding feast of the Lamb. Und dann enthebt er die Eucharistie und sagt, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Yeah. So, Eucharist also is known as the Lord's Supper and it is the wedding feast of the Lamb. Und so wird die Eucharistie eben auch als Herrenmahl bezeichnet. Oder eben als Hochzeitsmahl. Yes. Later on we will understand when we celebrate the Eucharist here, it is also actually a celebration in heaven. Und wir werden das später noch mal genauer sehen, dass wenn wir hier auf der Erde die Eucharistie feiern, dass gleichzeitig im Himmel auch die Eucharistie gefeiert wird. Now the another name is the breaking of bread. Und eine weitere Bezeichnung für die Eucharistie ist das Brechen des Brotes. We are continuing in paragraph 1329. Das steht weiterhin im Paragraphen 1329. The breaking of bread, because Jesus used this rite, part of the Jewish meal, when as master of the table, he blessed and distributed the bread. Also es heißt Brechen des Brotes, denn dieser dem jüdischen Mahl eigene Ritus wurde von Jesus verwendet, wenn er als Vorsteher der Tischgemeinschaft das Brot segnete und es austeilte. Above all at the Last Supper. Das tat er vor allem beim letzten Abendmahl. Yes. It is by this action that his disciples will recognize him after his resurrection. An dieser Handlung, also am Brechen des Brotes, erkennen die Jünger ihn nach seiner Auferstehung wieder. You know, in the Emmaus, while Jesus was discussing with the disciples, they could not recognize him about his resurrection. But when he broke the bread and gave to them, they recognized him. Wir kennen das von der Emmaus-Geschichte, als Jesus da mit den Jüngern unterwegs war und ihnen die Schrift erklärte. Da haben sie ihn für einen Fremden gehalten, haben sie ihn noch nicht erkannt, da wussten sie nicht, wer es war. Aber als er mit ihm im Haus war und das Brot brach, heißt es, da erkannten sie ihn. And continuing in the paragraph here, and it is this expression that the first Christians will use to designate the Eucharistic assemblies. Mit dem Ausdruck Brechen des Brotes bezeichnen die ersten Christen ihre eucharistischen Versammlungen. So we can see that in Acts of Apostles chapter 2, 42, 46. In der Apostelgeschichte, zweites Kapitel. 42 and 46. Verse 42 und 46. That is immediately after the Pentecost, how the first Christian community began the community life. Das ist unmittelbar nach dem Pfingstfest, als die ersten Christen ihre Zusammenkünfte begannen. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communion, to the teaching of the apostles and to the communal life
to the breaking of the bread and to the prayers. Da steht geschrieben, dass sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. And this breaking of the bread means they celebrated the Eucharist every day. Und dass dieses Brechen des Brotes, damit ist gemeint, dass sie die Eucharistie feierten und das jeden Tag. Teaching of the apostles. Sie hielten eine Lehre der Apostel fest. That is all what Jesus taught them. The apostle began to teach. That is like the gospel. Und wenn die Apostel, wenn da steht, dass die Apostel anfangen, fingen zu lehren, dann ist das wie das Evangelium, was heute in der Messe gelesen wird. Yeah. And prayer. Und Gebet. Because Jesus taught them the way our Father prayer. Weil Jesus hatte ihnen ja das Vaterunser gelehrt. So these four points was the beginning of the Christianity. Also diese vier Punkte waren der Beginn der Christenheit. Teaching of the apostles. Die Lehre der Apostel. That is the gospel. Also damit ist das Evangelium gemeint heute in der Messe. Communal life. Das gemeinschaftliche Leben. And breaking of the bread. Und das Brechen des Brotes. That is celebration of the Eucharist. Und das alles beinhaltet die Feier der Eucharistie heute. And to the prayers. Und die Gebete. And the same thing is again repeated in the 46. Und dann wird es nochmal im Vers 46 im selben Kapitel wiederholt. Every day. Tag für Tag. They devoted themselves. Verharrten sie einmütig. To meeting together in the temple. Gemeinde brachten in ihren Häusern das Brot and to breaking bread in their homes und hielten miteinander Mahl. And then also is written in Acts of Apostles chapter 20 verse 7 and 11. Acts of Apostles chapter 20 verse 7 and 11. Dann wiederum in Apostelgeschichte 20 chapter 20 Verse 7 and 11. 7. 7 und 11. On the first day of the week, that is Sonntag, when we gathered to break bread, Paul spoke to them because he was going to leave on the next day and he kept on speaking until midnight. Als wir am ersten Wochentag versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen. Und er dehnte seine Rede bis Mitternacht aus. And verse 11 says, then he returned upstairs, broke the bread and ate after a long conversation that lasted until daybreak, he departed. Dann stieg er, heißt es im Vers 11, wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen, bis zum Morgengrauen. Now it's very interesting situation in the Acts of Apostles. Das ist eine interessante Geschichte hier in der Apostelgeschichte. They were so much involved in the teaching of the apostle. Sie waren so in die Lehre der Apostel vertieft. Verse 8 says. Dann heißt es im Vers 8. There were many lamps in the upstairs rooms where we were gathered. And a young man named Eutychus, who was sitting on the window, still was sinking into a deep sleep as Paul talked on and on. Once overcome by sleep, he fell down. He fell down from the third story. And when he was picked up, he was dead. Und dann heißt es, sie waren da in einem Raum versammelt, in dem viele Lampen waren. Ein junger Mann namens Eutychus saß im offenen Fenster und als die Predigt des Paulus sich so lange hinzog, fiel er in tiefen Schlaf und er fiel im Schlaf aus dem dritten Stock hinunter und als man ihn aufhob, war er tot. From the third floor he fell down, he was dead. Vom dritten Stock war er im Schlaf heruntergefallen und er war tot. Paul went down. Paulus lief herunter. Threw himself upon him. Er warf sich auf den Jungen. And said, as he embraced him, don't be alarmed, there is life in him. Er umfasste ihn und sagte, beruhigt euch, er lebt. Then he returned upstairs, broke the bread and ate.
After a long conversation that lasted until daybreak, he departed. Dann stieg er wieder hinauf, brach das Brot und aß und redete mit ihnen bis zum Morgengrauen. Dann verließ er sie. And they took the boy away alive and were immeasurably comforted. Den jungen Mann aber führten sie lebend von dort weg und sie waren voll Zuversicht. So maybe he was dead. Vielleicht war er tot, ja. But St. Paul, like Elia did, he laid upon him. So from him, the power of the risen Lord enveloped the boy and given him the resurrection. Und der Paulus macht es wie Elia. Er warf sich auf diesen wahrscheinlich toten Mann und die Auferstehungskraft, die im heiligen Paulus war, kam in diesen Jüngling hinein und es war wieder Leben in ihm. Now by this time it may be already more than midnight, so the next day already broke. Also die Zeit war vorgeschritten, es war wahrscheinlich schon nach Mitternacht und der neue Tag hatte angebrochen. So they again celebrated the Eucharist for the next day. Und dann steht da, sie feierten, brachen wieder das Brot, also feierten sie schon die Eucharistiefeier für den nächsten Tag. Yeah. So it was their send-off for St. Paul. St. Paul leaving them. Also Paulus liebte diese Gemeinde und es war sozusagen die Aussendung. Er verabschiedete sich und wollte weitergehen. So you see, this power of the Eucharist is the reason in another way for this dead boy to come back to life. Und die Feier der Eucharistie war auf andere Weise wirklich der Grund, dass dieser junge Mann zum Leben zurückkam. Diese Kraft, die in der Eucharistie ist. Yes. So, in the Acts of Apostle, everywhere when we see break, they broke the bread means it is the celebration of the most holy Eucharist. Und immer wenn wir in der Apostelgeschichte hören, dass da vom Brechen des Brotes die Rede ist, dann wissen wir, dass es sich um die Eucharistie handelt. Now we complete this paragraph. Afterwards, Eva will sing a song. Okay, you get ready now. Yes, yes. I will make a space for you. I will make a place for you. Don't worry. Yeah, you can sit. By doing so, they signified that all who eat the one broken bread Christ enter into communion with him and form but one body in him. Sie wollen damit sagen, dass alle, die von dem einen gebrochenen Brot von Christus essen, in Gemeinschaft mit ihm treten und in ihm einen einzigen Leib bilden. Yeah. Now, Eucharistic assembly, synaxis, because the Eucharist is celebrated amid the assembly of the faithful, the visible expression of the church. Eine andere Bezeichnung ist eucharistische Versammlung, denn die Eucharistie wird in der Versammlung der Gläubigen gefeiert, in der die Kirche sichtbar zum Ausdruck kommt. Yes, now we will sing a song. Aus Gnade durch.
Thank you. Thank you very much, Eva. Thank you. Eva was on a pilgrimage to a Marian Wallfahrt place. So she was a little late. Also Eva kam ein bisschen spät, weil sie noch unterwegs war. Now we continue on 1330. Wir machen weiter mit 1330. Now that is again called as memorial of the Lord's Passion and Resurrection. The memorial. Also, Gedächtnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn. The holy sacrifice, because it makes present the one sacrifice of Christ the Savior and includes the church offering. Heiliges Opfer, denn es vergegenwärtigt das einzigartige Opfer Christi des Erlösers und schließt die Selbstdarbringung der Kirche mit ein. The terms holy sacrifice of the Mass, sacrifice of praise, spiritual sacrifice, pure and holy sacrifice are all also used. Oder auch heiliges Metzopfer, Opfer des Lobes, geistiges Opfer, reines und heiliges Opfer, denn es vollendet und überragt alle Opfer des alten Bundes. Since it completes and surpasses all the sacrifice of the old covenant. Es vollendet und überragt alle Opfer des alten Bundes. And continuing, another word is the holy and divine liturgy. Ein anderes Wort für die Eucharistie ist die heilige und göttliche Liturgie. Yeah, this is the word used by Byzantine Catholic Church. They say divine liturgy, not holy mass. Okay, göttlich. Who says this? Byzantine, right? Catholics, Catholics. Byzantinische. Nach dem tridentinischen Ritus feiern. Die nennen das die göttliche Liturgie. Entschuldigung, ich hatte gerade. Byzantine. Yes. Byzantine, not Tridentine. Okay. Byzantine. Byzantinisch. Ja, korrekt. Okay. Ja, ja. Byzantinische Liturgie. There are many Byzantinische group here. I had the chance to participate in this also. Okay. It's a very long liturgy, almost like Syro-Malabar liturgy. Okay. Also die Byzantinische Liturgie hat Thomas Paul schon öfters daran teilgenommen hier in diesen Gegenden und sie ist sehr lang und ist sehr ähnlich der. Sometimes it takes 2 hours. Ja, manchmal dauert es 2 Stunden und das ist ähnlich lang wie seine indische Liturgie. So they call it not Holy Mass nor Eucharist. Sie nennen es nicht Heilige Messe oder Eucharistie, sondern göttliche Liturgie. Holy and Divine Liturgy. Heilige und göttliche Liturgie. Yes. Because the Church's whole liturgy finds its center and most intense expression in the celebration of the sacrament. Denn die ganze Liturgie der Kirche hat in der Feier dieses Sakramentes ihren Mittelpunkt und kommt darin am deutlichsten zum Ausdruck. In the same sense, we also call its celebration the sacred mysteries. Im gleichen Sinn nennt man sie auch die Feier der heiligen Mysterien. We speak of the most blessed sacrament because it is the sacrament of sacraments. Man spricht auch vom heiligsten oder allerheiligsten Sakrament, denn die Eucharistie ist das Sakrament der Sakramente. This I always say this. Das habe ich schon oft gesagt. The Eucharist spaces reserved in the tabernacle are designated by the same name. Unter den eucharistischen Gestalten im Tabernakel aufbewahrt, bezeichnet man den Leib Christi auch als das Allerheiligste. Yes. Now we must understand a very important what is mentioned here in this, that from the beginning, let's go, the holy sacrifice, because it makes present the one sacrifice of Christ the Savior. In 1330, the second sentence. Ah ja, okay.
Ein wichtiger Satz ist der zweite Satz in 13,30. Heiliges Opfer heißt es, denn es vergegenwärtigt das einzigartige Opfer Christi des Erlösers. Ja, there is only one sacrifice Jesus celebrated. Jesus hat nur dieses einzige Opfer dargebracht. And we are, when we celebrate the sacrament, the same sacrifice which is offered by Jesus Christ become relived in the altar. Und wenn wir die heilige Eucharistie feiern, dann wird genau dieses einzigartige Opfer, was Jesu dargebracht hat, auf unserem Altar gegenwärtig. It made present. Es wird gegenwärtig. That is because 2000 years back, when Jesus offered the sacrifice, it entered into divine eternity. Das ist so, weil als Jesus dieses einzigartige Opfer, dieses einmalige Opfer dargebracht hat, ist dieses Opfer in die Ewigkeit eingegangen. Yeah, it is all what Jesus did is entered into eternity. Alles das, was Jesus getan hat, ist in die Ewigkeit eingegangen. I will give you the reference from the Catechism about that. Ich möchte euch die Referenz dazu geben, wo das im Katechismus steht. In Paragraph 1085, the last sentence. Im Paragraphen 1085. From here, the Paschal Mystery of Christ, but 1085. 1085. Got it? Yes. Yeah. Now almost from here. The Paschal Mystery of Christ, by contrast, cannot remain only in the past, because by his death he destroyed death, and all that Christ is, all that he did and suffered for all men, participates in divine eternity and so transcends all times while being made present in them all. Das Paschalmysterium Christi hingegen kann nicht in der Vergangenheit bleiben, denn durch seinen Tod hat er den Tod besiegt. Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. Amen, Amen, Amen. This is the big thing which our human intelligence cannot understand. Das ist etwas so Großes, das können wir mit unserer menschlichen Intelligenz nicht erfassen. I am just thinking about that song, which is written by St. Thomas Aquinas, when we sing about the Eucharist, in which says that it is so mysterious that human mind cannot understand. Ich denke gerade an dieses eucharistische Lied vom Thomas von Aquin, wo das beschrieben steht, dass wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Can you sing? Tantum ergo. Wie heißt es auf Deutsch? Ja, auf Deutsch. Sakramente, Liebe Gottes, Leib des Herrn, sei hoch verehrt. Sakramente, der Liebe Gottes, Leib des Herrn, sei hoch verehrt. Brot, das uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt, mal in dem uns. The sense cannot understand. Ja, das. The senses cannot. The senses marvel. Yeah. Correct. Ja. The senses marvel this wonder. Unser Verstand kann dieses Wunder nicht verstehen. Yeah. This is, you know, the Corpus Christi festival began in the time of St. Thomas Aquinas by the Pope Urban IV. Also der Papst Urban IV. Hat das Fronleichnamsfest eingeführt zu der Zeit, als Thomas von Aquin gelebt hat. So the Pope straight away asked Thomas Aquinas to write
many prayers and songs for this festival. Und deswegen hat Papst Urban der Vierte Thomas von Aquin gebeten, Lieder und Gebete für dieses Fest zu schreiben. He did such a wonderful songs. Und er hat so wunderbare Lieder geschrieben. Those are the songs even now the church is singing while Eucharistic adoration. Und das sind die Lieder, die wir heute immer noch bei der eucharistischen Anbetung oder bei eucharistischen Prozessionen singen. Yes. So, one point in that is, the senses marvel this wonder, that our human senses cannot understand this marvel. Also diese Wunder, dieses Transzendenz übersteigt unseren menschlichen Verstand. It is beyond our human understanding. Und es übersteigt unser menschliches Verstehen. But we believe. Aber wir glauben es. That is the difference between believe then understand. Das ist der Unterschied, dass wir glauben und dann verstehen wir. Not that we understand then believe. Nicht, dass wir erst verstehen wollen und dann glauben wir. You cannot understand. Wir können es nicht verstehen und dann glauben. Wir müssen erst glauben und dann verstehen wir. This is very important. Das ist sehr wichtig. So, this is a very important point what we read. I will read it once again. Weil es so wichtig ist, lesen wir das noch einmal. That the Paschal mystery of Christ, by contrast, cannot remain only in the past. Because by his death, he destroyed death and all that Christ is, all that he did and suffered for all men participates in divine eternity and transcends all times while being made present in them all. Also das Paschalmysterium Christi kann nicht in der Vergangenheit bleiben, denn durch seinen Tod hat er den Tod besiegt. Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil, steht somit über allen Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. That is 2000 years back when Jesus offered his sacrifice. He did not offer a dead sacrifice, he offered a lebendig, living sacrifice. Also als Jesus sich vor 2000 Jahren selbst dargebracht hat, war das kein totes Opfer, sondern es war eine lebendige Darbringung. Yeah. And when he offered it, at that moment it entered into divine eternity. Und im Augenblick der Opferung geht es hinein in die Ewigkeit. That means it is offered for Alpha and Omega. Es heißt, dieses Opfer dauert an von Alpha bis an Omega. It already embraced Alpha and Omega. Dieses Opfer umschließt alles, and Anfang und Ende. So that same spirit worked in this eternal event. Also derselbe Geist, der in diesem Ewigkeitsereignis gegenwärtig ist. And you look at me that it entered into eternity, but now that same spirit make it present for us now in this altar, in also this celebration. Also derselbe Geist, der das in die Ewigkeit bringt, derselbe Geist steigt in diesem Augenblick auf den Altar und vergegenwärtigt es. Because Jesus instituted that as a sacrament in that way. Weil Jesus es auf diese Art und Weise als Sakrament eingesetzt hat. Yeah. So that is why it is not a memory like our birthday celebration. Deswegen ist es nicht so eine Gedächtnisfeier wie zum Beispiel unser Geburtstag oder sonst ein Gedächtnistag. It is a memory. Es ist ein Gedächtnis, ja. When we remember that as a sacrament, the same thing really happens here again. Wenn wir dieses Gedächtnis Jesu halten, dann ist es so, dass es gegenwärtig wird auf dem Altar. It is the same thing really again, wieder gegenwärtig. Mhm. Dasselbe, was damals vor 2000 Jahren auf Kalvaria geschah, ist hier wieder gegenwärtig. Wieder gegenwärtig. Mhm. That is the right word. That is reenactment. Also wieder gegenwärtig. Yes. And that, once we understand, then every celebration, we are with him in the Calvary. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann
feiern wir jede Eucharistiefeier so, dass wir mit Jesus auf dem Kalvarienberg sind. Therefore, the last word here says, the event of the cross and resurrection abides and draws everything toward life. Das Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung ist etwas Bleibendes und zieht alles zum Leben hin. Yeah, there is a misunderstanding. Jesus died. He suffered. So suffering is over. No. Das ist ein Missverständnis, wenn man sagt, Jesus ist gestorben und das Leiden ist jetzt zu Ende. All what Christ did ended into divine eternity. Also alles, was Jesus jemals getan hat, nimmt an der Ewigkeit Gottes teil. His words is eternal. Seine Worte sind ewig. His suffering, his passion is eternal. Auch sein Leiden, sein Sterben ist ewig. His resurrection is eternal. Auch seine Auferstehung ist ewig. So, because even the nail, that wound of the nail is eternal. Auch die Wunden der Nägel sind ewig. That is why even now many people are getting that wound. Weil das ewig ist, darum gibt es das, dass heute Leute diese Stigmata bekommen. Padre Pio, Saint Padre Pio had 50 years the stigmata, same like the pain and the passion of Christ. Pater Pio hatte 50 Jahre lang diese Stigmata und diese selben Schmerzen wie Christus. Francis Assisi. Oder Franz von Assisi. And so many other saints. Und viele andere. So many ordinary people also. Und so viele gewöhnliche Leute auch. And even it is for all of us also the stigmata is there, but it is internal. It is not coming out. Und wir alle tragen in irgendeiner Art und Weise die Stigmata, aber sie sind verborgen, sie kommen nicht heraus. If you spend at least 1 hour reflecting the passion of Christ, you will start having pain on your hands and legs. Also wenn ihr wenigstens eine Stunde lang die Leiden Christi reflektiert, meditiert, innerlich betrachtet, dann werdet ihr diese Schmerzen spüren. Yeah, it is sure. Sicher. Aber we have no time. Aber wir nehmen uns diese Zeit gar nicht. We should not see the mobile phone. Without mobile phone, we should sit in the chapel 1 hour meditating the passion of Christ. You will get pain. Und wenn ihr jetzt wirklich ohne Handy eine Stunde in der Kapelle seid und wirklich intensiv die Leiden Jesu betrachtet, dann werdet ihr diesen Schmerz empfinden. This is sure. Sicher. 100%. 100%. And that is the best way to experience Christ. Und das ist die beste Art und Weise, Christus zu erfahren. The pain, the same pain what Christ experienced, you will experience from the Eucharist. Dieselben Schmerzen, die Jesus erfahren hat, werdet ihr durch die Eucharistie oder bei der eucharistischen Anbetung erfahren. Is real present. Das ist seine wirkliche Gegenwart. Yes, now we have to conclude here. We will continue tomorrow on this again. Yes, machen wir heute den day. Schluss. Und ich denke, wir machen morgen oder einen anderen Tag hier weiter. So we sing now. Wie feinst du das Song, ne? Yes, du hast das Lied gefunden, yes, ne? Yes. Gottheit tief verborgen. Ich habe das gerade aber erst nur ausprobiert. Ja, okay, wir singen einfach. Soll ich das nehmen oder? Ja, sag mal, aber auf Deutsch dann. Deinem Thron her oder Tante Mergo? Tante Mergo. Wenn es da drin steht? 894. This song, Ich habe das gerade erst. Tandem. We sing in German, yeah? Yeah, Tandem or Ergo. Yes, in German, yes. Kein Problem. Nur die in dem Ort.
you, thank you. See, it is written here. This is written by St. Thomas von Aquin in the year 1263-64. That is what I was mentioning at the time of Pope Urban IV. Also hier unter dem Lied steht, das ist von Thomas von Aquin, im Jahre 1263-64 geschrieben ist. Das war in der Zeit, wo Papst Urban IV. Auch war, und es ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Yes. Now we will sing our last song of Holy Spirit. Jetzt singen wir unser traditionelles Lied zum Heiligen Geist. And 266. I thank you, every one of you participating. Look at that, Sabina Stetter is there. Thank you very much, such a good, valuable teaching. Thank you, Sabina. And Dr. Mary Catherine, Maria, from Dr. Mary Catherine, from our 366. Dusseldorf, Maria from our Vienna office, Mano Joseph from New Zealand, I know him, Ello Jacob from Ireland, and Saju Taragan from Cochin, and many others. There are so many others, 34 of them are watching now, but not writing their names. Don't worry. Thank you very much. God bless you. So now we will pray for you and also pray for the anointing of Holy Spirit with this song. Yes. Also Thomas Paul hat sich jetzt bei allen bedankt, die uns zugeschaut haben. Einige kann er hier namentlich sehen, aber einige schauen im Hintergrund zu und haben ihre Namen nicht bekannt gegeben. Wir bitten den Segen für euch alle und werden jetzt für euch alle beten und dann singen wir das Lied. And I also invite anybody in the nearby cities, you can drive and come to Wirl into this house and to spend a day or two in night adoration. Und ich lade euch auch ein, wenn jemand zuschaut, der hier in der Nähe von Wirl, also bei Dortmund gerade ist, kommt hier in dieses Haus und verbringt einige Zeit am Tag und in der Nacht bei dem eucharistischen Herrn. And you have to contact Sister Sakay. Do you remember your mobile number? Telefonnummer. Telephone number. Also, you can, ja. Yeah, also you can write your telephone number here. Wenn ihr nachts kommen wollt, könnt ihr nicht anrufen. Tagsüber könnt ihr so immer kommen. Hier einfach schreiben. Ja. Yeah. Also Telefonnummer ist This is a German number, so we have to put 0049. Correct? Yeah. So this is the telephone number of this house. In this you can contact Sister Sakay. 0049 is the country code. The local number is 029-2289-62822. It's a landphone, 029-2289-62822. You can say that in voice. You can say that in voice. Also, wenn ihr herkommen wollt, dann könnt ihr so tagsüber so kommen. Wenn ihr übernachten wollt, ruft ihr einfach an. Das ist die 0049, wenn man vom Ausland anruft. Und sonst ist es die Festnetznummer 02922-896-2822. Thank you. Yes. Sende deinen Geist aus. Yes. Ja? Sende deinen Geist aus. We, now when we pray, we are also praying for the sickness and the healing, for all of you may have a good health. Und wenn wir jetzt beten, dann beten wir für euch alle auch um Heilung, um Gesundheit. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Holy Spirit, touch everyone, Holy Spirit.
Heal everyone, Holy Spirit. Heiliger Geist, berühre alle. Oh Lord, touch everyone. Heal everyone. All sicknesses, all difficulties. Alle Schwierigkeiten. We believe, Lord. Wir glauben dir, all pains and sorrows. Alle Schmerzen, alle Sorgen. Lord, heal all sick people. Heile alle Kranken. Increase our faith, Lord. Stärke unseren Glauben. Increase our faith, Lord. Stärke unseren Glauben. Increase our faith. Stärke unseren Glauben. Deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende und whole Germany, ganz Deutschland, und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. Sende although you joined us, thank you. And thank you, Marita. And thank you, Saki. And thank you, Thomas Paul. Thomas Paul. Thank you, every one of you. Danke, lieber Jesus, dass du uns zusammengeführt hast. Yes. Yes. Now, we will see tomorrow. Also, bis morgen.